Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, ja, ist quasi mein erstes Sammlungsvideo, Samstags-Sammlungsvideo von 2020 online gekommen, dieses Video. Und ja, ich möchte diese Reihe ganz gerne Stück für Stück mit dir zusammen durchgehen. Das heißt, wir gehen erstmal durch die dekorative Kosmetik so durch, wie ich mich auch schminke, also genau in der Reihenfolge. Dann gehen wir weiter zu den Tools, dann gehen wir weiter zu den ganzen Pflegeprodukten und so weiter. Und ja, dann schauen wir mal, wie viele Wochen wir damit füllen werden in diesem Jahr. Ich denke ziemlich viele, wenn ich so mal an meine Sammlung denke. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen den ersten Part von diesem Samstag-Sammlungsvideo zu sehen, und zwar den Bereich Primer, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, wie bewahre ich überhaupt meine ganze Kosmetika auf? Naja, ich sitze davor, ne? Also alles, was quasi hinter mir ist, ist meine Sammlung. Ich habe... Ja gut, meine Lidschattenpaletten, die habe ich in der Malmkommode, die sich gegenüber von mir befindet, in einer großen Schublade drin, weil die niemals in so eine Box reinpasst. Und ansonsten habe ich meine ganzen Produkte kategorisiert in diesen wunderschönen Boxen, die du bei IKEA bekommen kannst, und habe dann mit einem Beschriftungsgerät vorne drauf geschrieben, was drin ist. In dem Fall sind es Primer. Vorweg, ja, ich habe richtig viel, aber dies hier ist mein Hobby. Und du siehst, ich mache relativ viele Videos, dies ist ein Beauty-Kanal, ich probiere Produkte aus, ich sortiere auch immer wieder Produkte aus, was ich übrigens nicht in dieser Reihe machen werde, ne? Also die aussortiert Videos, die kommen separat, oder anstelle von einem Samstag-Sammlungsvideo kommt mal ein Full-Face aussortiertes Make-up oder Full-Face, ich weiß nicht, ob ich es aussortieren soll oder nicht, genau. Das heißt, ja, es ist einfach zu viel. Ich habe vor, alle Produkte, die ich jetzt quasi in meinen Boxen drin habe, zu kategorisieren. Das heißt, ich werde mir eine Excel-Tabelle erstellen, wo ich dann die einzelnen Produkte aufschreiben werde. Und dann werde ich so eine Art Make-up-Roulette machen. Das heißt, dass ich dann auch mich vollkommen durch meine Sammlung durchtesten werde. Das wird wahrscheinlich sogar parallel zu dieser Videoreihe laufen, ne? Denn wenn ich jetzt nur jede Woche einen Part aus meiner Sammlung vorstelle... Es dauert eine ganze Weile. Allein im Gesicht haben wir, keine Ahnung, 13, 14, 15 Schritte. Ne? Weißt du Bescheid. Aber gut, wir haben hier die erste Kiste. Das sind Primer und das ist nicht wenig. Ein Teil von den Produkten, die hier drin sind, habe ich noch nicht unbedingt benutzt, weil sie zum Beispiel in Adventskalendern drin waren oder ich sie gerade erst gekauft habe. Das heißt, die werden jetzt auch im Laufe der Zeit verwendet. Das aller coolste Primer-Produkt, was ich habe, ist ein Kooperationsprodukt tatsächlich von Haut Cosmetics, das Indigo Child Pearl Shine Elixier. Das ist ein wundervoller Glow-Primer. Der kommt mit so einer Pipette. Also, ne, das ist sehr, sehr flüssig. Und ich meine, wer meine Videos schon das ein oder andere Mal gesehen hat, ich benutze den wirklich häufig. Das ist auch der Primer, den ich so als Go-To-Produkt verwende, ne? Das ist, ach, der macht dir einfach so einen schönen Glanz ins Gesicht und darüber kannst du jede Foundation geben und dennoch kommt dieser Schein noch irgendwie durch. Das ist echt großartig und deswegen, großartiges Produkt, kann ich voll empfehlen. Als nächstes Produkt habe ich hier von Avant ein Primer, den hatte ich jetzt gerade erst in der Glossy Box drin, den habe ich noch nicht ausgetestet, der ist noch vollkommen neu und verpackt und hat 105 Euro als Wert, das ist der Hammer. Ich glaube, das ist der teuerste Primer, den ich besitze. Pro Perfecting Collagen Primer Touche Eclat, ja, ne, ziemliches teures Produkt und möchte auf jeden Fall getestet werden, aber nicht heute, weil ich habe mich gerade mit dir zusammen geschminkt, deswegen, genau. Dann habe ich hier drin, ganz klassisch, den Professional von Benefit. Den hatte ich auch schon mal tatsächlich in der Full-Size-Größe. Und dann hatte ich jetzt letztens nochmal die Möglichkeit, eine kleine Probe zu bekommen. Das war, ich glaube, in so einer Douglas such dir 9 Produkte aus Goodie Box oder sowas drin. Goodie, oder 6 von 10 oder so heißt das dann, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall ein Primer, der dir deine Poren wirklich verfeinert. Also der macht dir keinen Glow oder sonst irgendwas. Der verfeinert einfach deine Poren. Das ist so ein richtig krasser Silikon-Primer, den du dir halt vor allem, ich denke mal hier und auf die Nase, also quasi auf die T-Zone und auf die Partien machst, wo du halt wirklich vergrößerte Poren hast, ne? Ja, das ist vor allem ein Primer, den ich jetzt zum Beispiel für ölige Haut empfehlen würde oder für, ja, unreine Haut, sage ich mal. Man muss aber zusehen, wenn man solche Produkte verwendet, dass man danach, wenn man sich abschminkt, auch intensiv seine Poren reinigt. Zum Thema Gesichtsreinigung kommen wir ja auch noch, wenn ich irgendwann auch mal meine
Make-up-Entferner-Produkte zeige. Aber da empfehle ich euch wirklich auch, einen intensiven Reiniger zu verwenden. Und wenn ihr sowas regelmäßig verwendet, dann auch regelmäßig Gesichtspeelings zu machen. Ansonsten sind solche Produkte kontraproduktiv und verstopfen euch eher eure Poren und machen das alle nicht so schön. Genau, ja, dann habe ich hier ein Produkt von 183 Days, das ist die Vanilla Shake Base. Schade bei 183 Days ist ja tatsächlich, dass du, ja, die immer nur für 183 Tage limitiert in den Drogeriemärkten hast, also quasi in dem Sinne ja bei DM. Deswegen ist es immer schade, wenn man dann ein Produkt hat, was man cool findet, dass man es nicht nachkaufen kann. Dieses Produkt habe ich sehr, sehr gerne im Sommer verwendet, weil er doch sehr, sehr leicht war, sehr angenehm. Er hat Feuchtigkeit gespendet, aber war auch nicht zu fest oder so, ne? Er hat angenehm geduftet, diese Vanillegeschichte. Ich mag ja süße Düfte total gerne. Und ja, ich weiß gar nicht, perfektionierende Base und feuchtigkeitsbewahrender Glycerin-Gedöns ist da auch mit drin. Ja, ne? Soll dann auch noch so ein bisschen das Hautbild ausgleichen, dass das Ganze ein bisschen perfektionierter aussieht. Aber ich habe es einfach als feuchtigkeitsspendend sehr gut empfunden und dann auch dementsprechend im Sommer sehr gerne verwendet. Genau. So, dann habe ich jetzt heute das erste Mal verwendet von Smashbox den Photofinish Primerizer. Das ist dieser hier. Hat jetzt bei mir nicht ultra krass was gemacht. Er ist feuchtigkeitsspendend, er fühlt sich ganz gut an. Ob das Make-up dadurch länger hält, kann ich persönlich noch nicht sagen, weil jetzt ist das erste Mal, dass ich den verwende. Ich habe mir das vor 2 Stunden hier drauf gemacht und keine Ahnung, was der so treibt in meinem Gesicht. Aber ja, das hat gut funktioniert und wird auch weiterhin gerne verwendet werden. Von Bare Minerals Primetime Original Foundation Primer. Auch den habe ich tatsächlich nur einmal bislang verwendet in einem Video, wo ich mein Fullface Bare Minerals mit euch zusammengeschminkt habe. Jo, ne? Feuchtigkeitsspenden war der auch wiederum so. Ne, mehr hat der auch nicht unbedingt gemacht. Das war einfach nur eine Basis. Darüber habe ich dann eine Puder-Foundation aufgegeben. Dementsprechend kann ich noch nicht sagen, wie er sich zum Beispiel mit einer flüssigen Foundation verhalten würde. Aber mit der Puder Foundation hat er sich sehr gut vertragen. War ja auch von Bare Minerals. Das hat sehr schön zusammen harmonisiert in meinem Gesicht und alles ganz fein gemacht. Also von daher, den fand ich ganz gut und den werde ich natürlich auch gerne weiter verwenden. Das hier ist ein Primer, den ich verwenden tue, wollte ich schon sagen. Das mag ich nicht so sagen. Aber das ist ein Primer, den ich gerne verwende, wenn ich so gerötete Haut habe. Das habe ich vor allem so im Sommer gehabt, wenn ich zum Beispiel ein bisschen Sonnenbrand hatte oder so. Das ist von Berl, der Dermatologist Approved Hypoallergenic Anti-Redness Primer. Und genau das macht er halt, ne? Der ist halt gegen Rötung, der ist ausgleichend im Gesicht. Man sieht es, er ist einfach grün. Dementsprechend gleicht er Rötungen aus und der gefällt mir auch dafür ganz gut. Und er ist im Großen und Ganzen auch einfach feuchtigkeitsspendend. Und ich persönlich brauche feuchtigkeitsspendende Primer. Ich bin kein Fan von so Porenverfeinerungen oder keine Ahnung, mattierend mag ich auch nicht so gerne. Ich bin halt ein Glowy-Typ. Dementsprechend ist meine Sammlung auch so ausgerichtet, ne? Deswegen, ja, den mag ich auch ganz gerne. Was ich super praktisch finde, ist von NYX First Base Primer Spray. Das ist einfach super schnell in deinem Gesicht und ja, du sprühst es dir eben drauf, fertig. Das ist einfach so, wenn du ein 10-Sekunden-Make-up quasi machen möchtest. Ich meine, wie sähe das aus? Das sieht sehr, sehr, sehr merkwürdig aus. Aber dafür ist es sehr, sehr praktisch. Also wenn es einfach mal schnell gehen muss, dafür verwende ich den dann sehr, sehr gerne. Und kann den auch dafür empfehlen. Er macht nicht viel, ne? Er ist halt einfach ein Primer. Also er ist quasi so die Verbindung von Haut zu Make-up, also zu Foundation. Viel mehr macht er nicht. Der macht kein Glow, der macht keine unbedingte Feuchtigkeitsspendung in deinem Gesicht oder sonst irgendwas. Also, ne, es ist einfach ein Spray, was irgendwie so ein bisschen das Kram zusammenklebt. Was ich richtig toll finde und wo ich mir auf die Finger haue, dass ich den bloß nicht zu schnell aufbrauche, hatte ich in einem Adventskalender, ich glaube von ASOS war das, Becca First Light Priming Filter. Oh. Richtig schön. Also das ist ein ganz, ganz toller Primer. Das ist quasi wie der How Cosmetics Primer, nur in leichter. Also du hast dadurch auch einen Glow im Gesicht, einen sehr, sehr schönen und natürlichen Glow tatsächlich, der aber auch so leicht schimmernd ist. Also, ne, der scheint dir nicht durch jede Foundation durch, aber durch so natürliche Foundations, die ich persönlich sehr, sehr gerne trage, scheint der fantastisch durch. Der macht dir ein schönes Hautbild, der funktioniert mit fast jeder Foundation und den habe ich schon so runtergerockt mittlerweile. Da ist nicht mehr so viel drin und ich versuche mir echt, den so gut einzuteilen, wie es nur eben geht.
Das ist so ein Klassiker mittlerweile, würde ich sagen, weil den doch relativ viele mittlerweile auch haben. Von Catrice, der Tensational 10-in-1 Dream Primer. Der macht einfach 10 oder soll 10 wundervolle Dinge in deinem Gesicht machen. Was er bei mir hauptsächlich macht und wofür ich ihn gerne benutze, ist wiederum Glow und Hydration, also Feuchtigkeit spenden und Strahlkraft ins Gesicht bringen. Er soll auch so ein bisschen so antifalten sein, ein bisschen Hautton anpassend und so weiter. Ja, ne, das macht er alles wohl ganz gut. Der ist aber manchmal ein bisschen schwierig, der funktioniert leider nicht mit jeder Foundation. Manchmal krümelt er dann auch in Kombination mit manchen Foundations. Auch wenn ich genau die gleiche Menge verwende wie bei anderen Foundations. Also das ist so, ne, manchmal will er nicht, so eine kleine Zicke. Aber eine sympathische Zicke im Großen und Ganzen. So, den habe ich leider noch nicht verwendet von Erborian. Den Glow oder die Glow Cream ist jetzt eigentlich kein klassischer Primer. Habe ich jetzt aber hier mit reingelegt. Das ist einfach eine Gesichtscreme, die quasi nochmal Glow bringen soll. Illuminating Strahlkraft ins Gesicht, die du entweder als Primer-Ersatz auftragen kannst oder als Highlighter kannst du den vorher auftragen. Ich persönlich würde es tatsächlich als überall einen Primer verwenden. Ein Produkt von Dr. Pierre Ricot, Base Visage Primer, der macht einfach so ein bisschen alles ein bisschen smoother, glatter, ein bisschen ebener, weicher, sanfter, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, und bereitet das Gesicht wundervoll darauf vor, dass eine Foundation kommt. Minimal feuchtigkeitsspendend, aber wenn ich den solo trage, ohne eben danach noch eine Foundation drüber zu geben, kann ich das durchaus auch tun, sprich über meiner ganz normalen Tagescreme, weil der einfach dein Hautbild irgendwie wie gefotoshoppt aussehen lässt. Also wenn man dich so aus dieser Perspektive sieht oder im Alltag, wenn ich da, ne, Leuten begegne und das dann halt über meiner eingezogenen Tagescreme aufgebe, dann sieht es wirklich aus, als hätte ich eine ganz wundervolle Haut. Also, ne, das kannst du unter einer ganz leichten Foundation auch wundervoll verwenden. Dieses Produkt möchte ich auch nochmal testen, habe ich noch nicht. Judith's Perfecting Primer, der soll Feuchtigkeit spenden und der ist noch komplett neu verschlossen. Hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich den hier habe, Hautverfeinerung, Matteffekt und Feuchtigkeit. Ich weiß nicht, ob ich mir den mal mitgenommen habe oder ob ich den irgendwoher Geschenke gekriegt bekommen habe. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht getestet und der muss getestet werden. Und dafür ist tatsächlich auch mein Make-up-Roulette total super, weil da kommt er jetzt ja auch mit rein und wenn ich ihn ziehe, dann wird er verwendet. Ein Primer, den ich richtig gerne verwende, wenn ich feiern gehe, wenn ich irgendwas mache, wo ich mich viel bewege. Oder im Sommer, wenn ich doll schwitze und das weiß, dann nehme ich von Essence den You Better Work Gym Proof Primer. Der ist nämlich schweißresistent, der ist wasserresistent, der hat einen leichten Lichtschutzfaktor von 20 mit drin. Und den finde ich einfach klasse. Der gleicht leichte Rötungen aus, der spendet die Feuchtigkeit. Aber vor allem hält er alles an Ort und Stelle. Der macht, dass dir dein Gesicht nicht irgendwann im Laufe des Abends auf den Knien hängt. Und das finde ich super. Den habe ich auf diversen Partys, Hochzeiten und so weiter getragen. Und genau dafür finde ich ihn optimal für Partys. Von L'Oreal, das Glow Cherie, habe ich in der Farbe Light Glow. Das kannst du dir auch wieder als Primer alleine aufgeben. Oder du gibst es dir über einem Primer an sich auf, der feuchtigkeitsspendend ist, weil dieses Produkt ist nicht unbedingt feuchtigkeitsspendend. Das verleiht einfach nur einen Glow. Dieser Glow ist aber in einer anderen Farbe als von Hau und von Becker. Wie man ja allein von der Verpackung schon sehen kann. Das hier ist ein eher wärmerer Glow, eher so ins Opalfarbene, ins Champagnerfarbene. Ne? Und die anderen sind eher so ins bläulich-lilane. Du siehst jetzt nicht lila aus im Gesicht. Nee, aber ne, das ist halt, dass du halt diesen Scheineffekt hast. Ja. Von Essence habe ich einen Glitter Primer, Get Your Glitter On, mit in dieser Primer Box, einfach weil man einen Glitter Primer auch ab und an mal braucht. Wenn du dir so einzelne Sternchen mal aufklebst oder wenn du ein Augen-Make-up schminkst, wo du dann so ein bisschen mehr Glitzer mit drin hast und möchtest, dass es etwas besser fixiert ist, da findet man dann einfach einen Glitter Primer und ja, ne, braucht man einfach. War, glaube ich, im Adventskalender mit drin. Auch ein Produkt, was ich richtig geil finde, ist auch eines meiner absoluten Lieblingsprodukte von Love, der Aura Glow Primer. Das ist ja ein Drogerieprodukt, was man echt toll verwenden kann. Das ist so eine hochwertige und schöne Verpackung. Ich finde einfach, ich stehe auf sowas. Ich mag diese Farbe, ich mag die Form, ich mag, dass es so schwer ist, ich mag, dass es ein Pumpspender ist. Ich mag dieses Produkt, es macht auch einen schönen Glow. Und dieser Glow geht tatsächlich auch mehr so in dieses Rosen,
Rosé-Goldfarben, ne? Also das ist, ne, dann nicht dieses Lilane, das ist nicht das Champagnerfarbene, sondern eher dieser Glow. Und ja, mag ich sehr gerne. Damit sieht man einfach gesund aus, die Haut wird perfektioniert und dieses Produkt spendet sogar zusätzlich noch ein kleines bisschen Feuchtigkeit. Ja, deswegen mag ich den ganz gerne. Von Kiko Skin Tone Face Base. Das ist einfach ein Produkt, was quasi auch wiederum deine Haut angleicht. Also, dass du quasi eine gefotoshoppte Haut bekommst, wo Rötungen weggemacht werden, beziehungsweise nicht weggemacht, sondern ausgeglichen werden. Dass alles ein bisschen ebenmäßiger aussieht und dass die Foundation ein bisschen besser hält. Habe ich noch nicht allzu oft verwendet. Ist aber ein ganz solides Produkt. Das Produkt hatte ich jetzt, kürzlich erst im Adventskalender von Essence Fresh and Fit Awake Primer. Healthy Glow Pore Minimizing Effect. Und das habe ich noch nicht verwendet. Das ist halt wieder ein porenverfeinernder Primer. Ich habe jetzt Gott sei Dank kein Problem mit vergrößerten Poren. Minimal, ja. Aber wir sind jetzt mal nicht päpstlicher als der Papst. Es kommt alles irgendwie schon klar miteinander. Und es ist einfach eine Haut, die 30 Jahre alt ist. Muss man ja auch so bedenken, ne? Dementsprechend, ja, komme ich damit klar, wenn ich halt so ein bisschen Unebenheiten in meinem Gesicht habe. It is wie das. Ja, das möchte auf jeden Fall nochmal ausgetestet werden. Und da bin ich auch gespannt drauf. Habe ich immer mal wieder in der Drogerie gesehen, bin dran vorbeigelaufen, habe es mir aber nie mitgenommen und jetzt habe ich es von Lea im Adventskalender gehabt. Ja. Diese beiden Primer hatte ich auch in so einer 6 von 10 oder in einer, weiß ich nicht, wenn man eine Palette gekauft hat, hat man das gratis dazu gekriegt oder so, von Too Faced einmal der Primed in Peachy Primer, das ist dieser hier, und der Hangover Primer, das ist dieser hier, also die beiden Produkte in einer Mini-Mini-Größe, jeweils nur 5 ml, finde ich beide sehr zickig. Also die funktionieren nicht mit allem. Cooling Matte Skin. Das ist tatsächlich etwas, was ich nur im Sommer verwenden kann. Und bei dem Hangover Primer ist es so, ja, er spendet schon Feuchtigkeit und er macht das alles auch schon schön auf der Haut. Aber es wäre jetzt nicht mein Ultra-Lieblingsprodukt, weil er doch sehr, sehr oft mit Foundations nicht so gut funktioniert und dann krümelt. Und das finde ich schade. Dennoch, ich möchte dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Liebe geben und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dass ich es vielleicht auch leer kriege oder so, aber es ist jetzt nicht ein Produkt, was ich mir nachkaufen würde. Es ist auch mit Kokosnusswasser. Ich mag keinen Kokosnuss in meinem Gesicht haben. Das mag ich vom Duft einfach nicht so gerne. Und ja, naja. Den habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht verwendet von Douglas, den Make-up Primer. Auch der war im Adventskalender drin. Das muss noch getestet werden. Ebenso geht es mir hier mit dem Maybelline Face Studio Prime Hydrating Primer. Ne, den hatte ich im Maybelline Adventskalender und auch der möchte jetzt demnächst mal verwendet werden. Diesen Primer hatte ich im Adventskalender drin, habe ihn aber auch schon mal verwendet gehabt. Das ist der Illuminating Face Primer von Max & More, sprich von Action ist der. Und den hatte ich, glaube ich, von Jana im Adventskalender. Das ist einfach ein Primer, der gibt deinem Gesicht auch Strahlkraft, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich den so finde. Denn manchmal finde ich, dass er mir dann vielleicht auch etwas zu sehr glitzert. Also, dass er halt nicht so einen Glow verleiht, wie das zum Beispiel das Pearl Shine Elixir von Hau macht oder wie das der Love Aura Glow Primer macht. Der hat ja schon Glitzer mit drin, ne? Es ist sehr, sehr fein, aber man muss da auch sehr, sehr vorsichtig mit arbeiten, dass man nicht aussieht wie eine Fee. Dann habe ich hier noch 2 Primer drin, die ich beide noch nicht verwendet habe. Das ist einmal von Fenty Beauty, der Pro Filter Instant Retouch Primer. Den hatte ich bei Sephora in so einer Goodie Bag mit drin. Habe ich noch nicht verwendet, möchte noch getestet werden. Und dann habe ich von Lancaster den Skin Life Shield and Glow Primer 2-in-1 mit Lichtschutzfaktor 30. Wow, das ist tatsächlich dann wohl eher ein Sommerprodukt. Aber ja, der möchte auch mal ausgetestet werden. Und ihr Lieben, das waren meine Primer. Ja, der Startschuss ist somit gesetzt. Es geht jetzt immer weiter und ich hoffe, dass du auf jeden Fall mit dabei bleibst. Schreib du mir doch gerne deinen allerliebsten Primer unten in die Foundation, wollte ich schon sagen, unten in die Kommentare rein. Ich weiß auch nicht, was gerade mit mir los ist. Diese ganzen Wörter in meinem Kopf vertüddeln sich gerade so ein bisschen und sind verknotet. Okay, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn du mich weiter auf meiner Reise durch meine Sammlung begleitest und allgemein auf meinem Kanal. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!